Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch. Roger gegen Markus an diesem Montag. Wir reden über dritte Welle und gleichzeitig öffnen. Ist das eine gute Idee? Dann über Sexismus in den Medien. Die Tagesjournalistinnen klagen an. Meghan und Harry eine Woche danach. Wo stehen wir? Und Joe Biden die ersten 50 Tage. Also, dritte Welle und öffnen. Man weiss ja, du bist ein absoluter Lockdown-Kritiker. Von Anfang an sagst du, das bringt gar nichts. Und jetzt deutet alles darauf hin, dass es eine dritte Welle gibt. Nein, es deutet nicht nur darauf hin, alle Perse hat gesagt, es gibt eine. Und gleichzeitig hat er gesagt, wir reden jetzt über Öffnungen. Italien ist schon fast alles zu. In Deutschland ganz düstere Prognosen, was Ostern passieren wird. Und jetzt frage ich dich, findest du das kongruent, was da rauskommt aus dem Bundeshaus? Ja gut, das zeigt einfach den Druck, den ich aufgesetzt habe, wie du immer gesagt hast. Jetzt Alain Berset hat das erreicht. Nein, man sieht es ja überall. Muss man schauen, die Wahlen in Deutschland. Ich meine, die CDU ist zerstört worden. Nein, und das hat auch mit der Corona-Politik zu tun. Natürlich. Moment, wieso also, nicht? Zerstört ist sie nicht worden. 4%, in Baden-Württemberg, glaube ich, 4%. Genau, aber die Partei, die du einfach immer so als die kommende Jahr gedeutet hast und immer eigentlich so verschroben gelobt hast, AfD hat noch mehr verloren. Hat die verwünscht. Ich habe im ganzen Leben noch nie die AfD gelobt. Nein, du hast gesagt, die können passen ja, die kommen, wenn die CDU nicht aufpasst. Das stimmt, da hast du recht. Das erwarte ich im Fall immer noch. Das ist jetzt einfach noch nicht passiert. Die haben mehr verloren, hast du recht. Aber das im Westen. Aber noch einmal, die CDU hat massiv verloren, vor allem angesichts der Tatsache, dass sie schon das letzte Mal wahnsinnig verloren haben. Und ich meine, da weisst du auch, Baden-Württemberg war eine absolute Hochburg von der CDU. Jetzt ist das grün. Aber mit dem wollte ich noch sagen, hey, überall siehst du in allen Ländern. Der Druck ist gross auf die Regierungen, dass sie etwas machen müssen, etwas bewegen müssen. Ja, ich war Lockdown-Kritiker, wie der Lockdown, meiner Meinung nach, nicht das bringt, was man sich verspricht. Es ist nicht nötig. Wir können mit Social Distancing, mit Masken, mit intelligentem Verhalten, vielleicht auch mit Fitnessclub und Veranstaltungen schliessen, können wir das mehr oder weniger im Griff behalten und vor allem impfen. Umso schneller wir impfen, umso weniger müssen wir Angst haben vor der dritten Welle. Genau, aber impfen können wir nicht schneller, als wir können. Und das dauert noch 3-4 Monate. Und man sieht es in Israel, obwohl dort mehr als die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist. Es ist noch nicht so schnell runtergegangen, also geimpft. Und die Wirkungen der Impfungen, das dauert noch ein halbes Jahr. Und die Frage ist, wie verbringen wir das halbe Jahr? Und ich habe jetzt eben gerade den Fall Ibiza angeschaut. Den kenne ich ein bisschen, weil ich am Stade bin und jeden Tag schaue ich die Zahlen an. Dort sind Ende Januar, nachdem man dort eine Party gemacht hat, über Weihnachten, Reyes, also drei Könige, sind die Zahlen auf 4'000 aufgegangen, Inzidenzen. Explodiert Ende Januar, dann hat man die Insel abgeschlossen. Also man hat nicht nur den Lockdown gemacht in der Insel, man hat auch die Insel selber abgeschlossen. Weißt du, wo sie jetzt stehen? Was schätzt du? Ja, jetzt sind sicher tiefer, sonst hättest du die Geschichte nicht so erzählt. Nein. Jetzt sind sie bei 1'000 vielleicht, oder? Nein, sie sind bei 20. Ja gut, das ist okay. Moment. Ja, nein, aber der Punkt ist, wir können das nicht durchheben. Wir sind bei 80. Nein, ich sage dir nur, das ist ein Fall, der zeigt, wenn man es richtig macht, wenn man es konsequent macht, was eine Insel natürlich viel besser kann machen als ein Land wie die Schweiz, aber, dass es enorm hilft. Aber du musst auch, wenn du einen Lockdown machst, musst du auch darauf zählen, dass die Leute das verstehen und mitmachen. Du kannst dem auch ausweichen. Und das ist das Problem jetzt am Lockdown. Der erste Lockdown vor einem Jahr, da haben wir alle noch brav mitgemacht. Alle haben mitgemacht, überall in allen Ländern. Jetzt bringst du das gar nicht mehr durch. Das ist mal das erste Problem. Und das zweite Problem ist einfach, Entschuldigung Roger, wenn man die Bilanz anschaut von allen diesen verschiedenen Ländern. Wir haben unglaublich viele Variationen, was Lockdown, weicher Lockdown, halber Lockdown, so langer Lockdown und so weiter betrifft. Praktisch überall sind die Zahlen mehr oder weniger gleich. Schweden, wo einen anderen Weg gegangen ist als die Schweiz, hat sogar mehr Todesfälle pro Million. Gleichzeitig ein Land wie Frankreich, das sehr einen Lockdown gemacht hat, hat viel mehr Tote als pro Million als die Schweiz. Es ist einfach ein bisschen Voodoo. Und entscheidend ist ja gar nicht das. Wir können ja über das noch lange streiten und werden uns nie einig werden. Aber der Punkt ist, und das siehst du auch, politisch kann man das so nicht weitermachen. Man muss schauen, dass man intelligente Wege findet, dass man die nächsten 3-4 Monate, die es vielleicht noch braucht, wegen dem Impfen,
durchheben. Genau. Aber sicher nicht mehr mit dem Lockdown. Warum kann man es nicht durchbringen mit der Bevölkerung? Weil gewisse Kreise, nicht nur der Markus Somm, sondern viele unwichtigere Leute, wie Christoph Blocher und Magdalena. Das ist aber schön. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Das ist sehr schön. Tag ist gut. Einfach ja, die Regierung verunglimpft und die Leute verunsichert. Die SVP ist dann ja abgeschifft am letzten Moment, nachdem die FDP ausbüchsen ist im letzten Moment. Die FDP hat vernünftig gehandelt. Die SVP ist im Regen stehen geblieben und hat den Maulkorb von der Taskforce, die du auch gefordert hast. Ja, du weißt, es ist von mir jetzt in Zukunft immer der Maulkorb. Markus ist auch abgelehnt worden. Ein Journalist, der Maulkorb fordert, ist für mich also im Gegensatz in sich selber. Ja. Wieso? Oder? Ich habe nicht gesagt, Politiker dürfen nicht mehr reden. Ich habe nicht gesagt, wir Journalisten dürfen nicht mehr reden. Aber sondern Berater, überhaupt, die keine Verantwortung tragen, sollen nicht an die Öffentlichkeit drängen und damit den Verdacht wecken, dass es ihnen nur geht um eigene Profilierung und nicht um das Problem. Das war ein Missstand gewesen. Aber ich möchte noch einmal etwas sagen, weil wegen Christoph Blocher und Matullo und Markus Somm, ja noch viel wichtiger ist. Roger, das weisst du auch. Selbst die SVP war jetzt nicht wichtig gewesen für die Missstimmung in der Bevölkerung. Man kann es nicht mehr weiter so ziehen. Und zweitens, noch einmal, die Leute sehen eben nicht ein, was ist der Unterschied, ob das Geschäft total gut sich an die Schutzmassnahmen halten oder ob es geschlossen ist. Wir können mit dem anders umgehen, als dass wir alles zumachen müssen. Und das haben die Leute jetzt gemerkt. Und was ich auch noch finde, die Fallzahlen ist eben meiner Meinung nach jetzt mittlerweile immer mehr irreführend. Weil entscheidend ist, dass niemand stirbt. Und das müssen wir sicherstellen mit dem Impfen. Und zweitens mit dem Massentest. Und drittens, das ist ganz wichtig, die Spitäler sind zurzeit nicht überlastet. Nur 26% von unseren Intensivstationsbetten sind beleidigt mit Corona-Patienten. Wir haben da noch gewisse Luft nach oben. Also Christian Drosten, der Experte ist in Deutschland, der prognostiziert, dass 15. April die Zahlen massiv werden explodieren und eben auch junge Leute, die nicht sterben werden, werden die Intensivstationen dann belegen. Aber wir haben noch etwas anderes ja gehabt letzte Woche. Oder wir können es jetzt anschauen, eben, was auf uns zukommt. Was erwartest du, wie der Bundesrat jetzt eben dieser Stimmung nachgeben, wo du natürlich völlig falsch geschildert hast, weil alle Umfragen zeigen, dass die Mehrheit von der Bevölkerung stützt den Bundesrat wieder, trotz dieser Nöhlerei, die aus deiner Ecke kommt. Schau mal, das ist genau da, wie man dort jede Debatte vernichten, indem man sagt, das ist Nöhlen. Nein, aber Roger, man tut nicht Nöhlen. Du sagst etwas, wo ich nicht einverstanden bin. Ich sage etwas, wo ich nicht einverstanden bin. Du tust nicht schreien und ich tue nicht Nöhlen, sondern wir haben eine andere Meinung. Sagt der Markus Somm, der jedes Mal, wenn er etwas Extremes sagt und ich das kritisiere, sagt, wir wollen doch keine Sprachpolizei. Und er ist jetzt plötzlich wieder die Sprachpolizei. Nein, das ist nicht der Punkt, sondern ich sage einfach, man kann so heftig reden, wie man will. Und ich tue das bei dir auch nicht. Ich sage auch nicht, oh, du tust jetzt jammern, oh, du tust jetzt nölen, oh, du tust jetzt nörgeln. Das mache ich nicht. Das heißt, ich weiß einfach, dass du. Nein, du was denn zum Beispiel? Viel schlimmere Sachen. Ja, regelmäßige Hörer von dieser Sendung wissen, was ich meine. Wie du Leute bestimmst und Leute abmachst etc. Zum Beispiel letzte Woche oder vorletzte Woche, der Michael Herrmann, dem seine Zahlen stimmen überhaupt nicht, weil er da im Biotop ist von Wipkingen und so. Du bist immer der Absender von einer Botschaft, die dir nicht passt. Nein, machst du ab. Das ist eine Studie, die ich kritisiere. Ja. Und ich meine, nein, Entschuldigung, du tust schon auch einfach, wenn Leute, die das Gleiche sagen, was du denkst, das ist immer das Evangelium und dann dürfen wir die nicht kritisieren. Es geht mir nicht um Michael Herrmann, die Person finde ich sehr, sehr gut. Ich schätze ihn sehr. Bin auch durchaus nicht gerade befreundet, aber kenne ihn gut. Also ich habe nichts gegen den, gar nichts. Aber seine Studien sind ab und zu nicht gut. So finde ich das. Also, vor allem die dir nicht passen. Also, jetzt geht es ja vor allem mit den Terrassen. Wahrscheinlich werden die bewilligt. Aber wie kommst du mit dem zu Rand, Markus Somm? Dass die Hotelrestaurants immer offen sind, obwohl der Virus der gleiche ist in einem Hotelrestaurant wie sonst in einem Restaurant. Einfach aus wirtschaftlichen Gründen hat man entschieden, oh, das kann man nicht noch zumachen, die Hotel, wie an anderen Orten. Wie zum Beispiel in Ibiza sind sie alle zu gewesen, ganz klar, und dort hat es auch Gewicht. Und die können weitermachen, und zwar nicht nur draussen, sondern auch noch drinnen und die anderen Restaurants nicht. Aber wie erklärst du das? Erstens einmal hat es mit dem zu tun, dass die Massnahmen wahnsinnig widersprüchlich sind und dass du eben wirtschaftliche Bedingungen auch musst berücksichtigen. Und du sagst noch einmal, das Land einfach zuzumachen wegen einem Virus, wo 99% bis zu den 65-Jährigen fast, also praktisch nie kein Risiko haben, gerade sterben. Mal, es ist so, das sind neueste Zahlen aus Amerika. 99,7% bis zu den 65-Jährigen haben nichts zu befürchten von Corona.
Der Punkt ist, du musst die Risikogruppen schützen und nicht das ganze Land zumachen. Das sind dumme Rezepte gewesen, die man jetzt angewendet hat. Jetzt muss man irgendwie aus diesen Rezepten rauskommen. Ganz wichtig ist, dass die Beizen wieder aufgehen. Ganz wichtig ist, dass die Terrassen sicher aufgehen. Wir müssen aufhören mit dem, weil wir können nicht jahrelang so leben. Das geht nicht. Was der Markus so erzählt, ist einfach absoluter Unsinn. Das ganze Land wird nicht zugemacht. Es ist nicht zugemacht. Es ist nie zugemacht worden in der Schweiz. Nie. In der schlimmsten Phase nicht. Ja, Gott sei Dank. Ja, dann sage ich halt so, man sollte nicht Beizen zumachen, ja. Man sollte nicht Restaurant zumachen, man sollte nicht Hotel zumachen, man sollte nichts zumachen. Es ist auch Homeoffice, ist ein Mumpitz. Man soll sich schützen mit Masken, Hände waschen, man soll die Risikogruppen schützen, man soll Massen testen, man soll impfen. Das ist viel intelligenter. Und nur weil unsere Politiker Angst haben, abzuweichen vom Konsens, der jetzt einfach in praktisch allen Regierungen in der Welt ist, haben wir eine Politik gemacht, die einfach nicht zum Ziel führt. Und ich sage es mir einmal, alle Länder haben unterschiedliche Politiken gemacht. Das Resultat ist überall gleich. Und man hat Länder, die viel verrecktere Lockdowns gemacht haben als die Schweiz. Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht. Die viel schlechtere Zahlen haben. Also, ich merke dir einfach, du hörst mir nicht zu. Ich habe dir jetzt gerade ein konkretes Beispiel von Ibiza gebracht. Das nimmst du einfach nicht so ja, Spanien hat Spanien hat overall nicht bessere Resultate als die Schweiz. Nein, aber dort hat man jetzt auch aufgemacht, oder? Aber ich habe jetzt ganz spezifisch gezeigt von einer Insel, wo der Lockdown auf eine extreme Art und Weise gemacht hat, wo auf eine extreme Art und Weise Zahlen runtergekommen sind. Nein, jetzt musst du aufpassen. Ich bestreite ja nicht, dass die Fallzahlen runtergehen. Aber das ist doch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist erstens, dass die Epidemie sich nicht schnell ausbreitet. Das haben wir jetzt im Griff. Und zweitens, vor allem, dass die Leute nicht sterben. Das ist das Entscheidende. Nein, also es geht auch noch um das Gesundheitswesen. Ich habe den Herrn Drosten zitiert. Es geht dann auch darum, um die Intensivstation. Das kommt dann immer mit 4, 6 oder 8 Wochen Verspätung. Also gehen wir zum zweiten Thema über. Sexismus in den Medien, jetzt im Tagesanzeiger nach der SRG, vor allem dort in der Westschweiz und im Tessin. Dann aber auch in Deutschland, Chefredakteur von Bild. Der Julian Reichelt ist freigestellt worden, nachdem der Spiegel auch unter anderem einen Artikel gemacht hat unter dem Titel Vögeln fördern Feuern. Also dort bräuselt es, also irgendetwas ist passiert, sonst hätte der Matthias Döpfner den nicht einfach freigestellt. Und im Tagi sind Chefs bestürzt. Und der Subino ist bestürzt. Und als ich das gelesen habe, ist mir, ich habe es gestern im Doppelbuch gesagt, ist mir aufgefallen, ist die gleiche Diktion wie aus dem Buckingham Palace. Die sind auch bestürzt gewesen, sind traurig gewesen und machen auch eine interne Untersuchung, die dann natürlich zu nichts führen wird. Und dass die sich jetzt von Anfang an schon einfach bestürzt zeigen und sogar schuldig bekennen, bevor es eine Untersuchung gibt, wo anonym 78 Journalistinnen etwas mit einem längeren Anhang von Beispielen, die einen ein bisschen drastischer, andere ein bisschen weniger drastisch, da zugestellt haben. Das hat mich überrascht. Was sagst du als ehemaliger Chefredakteur? Also erstens finde ich, es gibt offensichtlich nicht nur einen Mainstream in den Medien, sondern es gibt auch einen Mainstream jetzt in der Kommunikation. Oder? Du hast richtig gesagt, Buckingham Palace genau gleich. Wenn heute angegriffen wirst, du einfach zuerst sagen, ich bin betroffen, ich bin bestürzt, ich bin schuld. Man tut sich jetzt, also alle PR-Berater tun anscheinend jetzt den Leuten immer empfehlen, tun einfach gerade alles zugeht und die entschuldigen, dann geht es weg. Ist natürlich Mumpitz. Ich finde auch, die Medien hätten müssen sagen, ja, wir nehmen das ernst, die Vorwürfe tun wir sofort prüfen, wir tun eine Untersuchung einleiten, aber dass man gerade von Anfang an eigentlich schon sagt, ja, ihr habt recht, das finde ich auch problematisch. Ich meine, weil ich habe den Anhang auch gelesen, ich finde auch, gewisse Aussagen sind jenseits von gut und böse, geht einfach nicht. Aber man muss schon genau wissen, wo ist das gewesen, wann ist das gewesen, von wer wem ist das gewesen. Ich meine, wir haben nicht einmal eine Zeitangabe. Ja. Ich weiss nicht, ob das jetzt vor 3 Jahren gewesen ist oder jetzt. Also ich habe ja Claudia Blumen gestern im Doppelpunkt gehabt, sie ist seit 11 Jahren im Tagesanzeiger selber, obwohl sie jetzt hier soll sein, die gleichzeitig den Brief unterschrieben hat und untersuchen soll, hat das selber nie erlebt. Aber in dem eben nicht nur die Absender von dem Klagebrief anonym sind, sondern auch wer denn das soll gesagt haben. Also sind eigentlich alle Männer unter Kollektivverdacht gestellt worden. Aber es ist eigentlich falsch, was du sagst, dass das PR-Berater denen sagen, sofort Geständnis machen. Das macht es nur bei sexuellen Vorwürfen etc. Weil sonst, also die, was soll ich sagen, die Fehlerkultur beim Tagesanzeiger ist hundslausig. Das hat man jetzt gesehen, gerade im Fall Maisano, wo alle Parteien von links nach rechts gesagt haben,
einseitige Berichterstattung, auch im Fall Ueli Maurer, im Fall Berset etc., die schütteln das immer ab, arrogant, und sagen, wir bleiben bei unserer Darstellung und die Fakten sind auf unserer Seite. Eine totale Diskrepanz beim Verhalten über Artikel, die sie schreiben, oder eben bei anonymen Anschuldigungen in Sachen Sexismus. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen Kritik, oder? Ich meine, der Tagesanzeiger, ich sage natürlich nie etwas Negatives über den Tagesanzeiger. Du schaffst ja den Medien. Nein, aber man hat natürlich seit Jahren eben im Prinzip im redaktionellen Teil, oder? Immer wieder behauptet, ja, eben Frauen werden nicht gefördert, Frauen werden diskriminiert, Frauen werden schlecht behandelt und so weiter. Und das stimmt ja alles durchaus. Aber ich meine, TA Media hat wahnsinnig viel gemacht für Frauenförderung, hat wahnsinnig viele Leute angefragt, werden sie doch Chefin? Und ich selber, und du kennst es auch, ich habe es auch erlebt, ich habe so viele Frauen bei der Basler Zeitung gesagt, hey, komm, mach doch das, ja, komm, da könntest du nachher diese Position übernehmen, ja, da könntest du jetzt ins Bundeshaus, ja, Rössoleiter. Es ist sehr viel anstrengender, Frauen zu überzeugen als Männer. Jetzt kann man sagen, das ist okay, wir müssen halt ein bisschen uns mehr anstrengen, das stimmt, aber es ist einfach nicht wahr, dass in den letzten 10 Jahren in den Medien einfach nichts passiert ist. Und die Medien selber hat im Prinzip, indem sie immer wieder so übertrieben berichtet haben über das, bei den anderen Unternehmen, eben bei der UBS ist ganz schlimm, bei der CS ist schlimm, überall ist es schlimm gewesen. Jetzt kommen die Kritiker über, jetzt schaut man plötzlich auch bei ihnen hin und macht eigentlich etwas, was ich finde, total unjournalistisch, völlig alles anonyme Quellen. Und also anonyme Quellen auf eine Art, so etwas habe ich noch gar nie erlebt, wenn ich so einen Artikel würde schreiben. Ich meine, das kannst du ja gar nicht bringen. Das sind einfach nur Hearsay, oder? Also gut, also total Schuldeingeständnis offenbar. Der Herr Ruttishauser, übrigens, ich habe in meiner Sendung gestern auch noch einen Ausschnitt aus einer Sendung gemacht, wo ich mit ihm geführt habe, wo er gesagt hat, wir haben jetzt eine Frau in der Chefredaktion für die weichen Themen. Genau das wird unter anderem mit diesem Brief wird auch moniert, nämlich, dass man die Frauen noch so in das Gärtchen tut. Also das ist in dem Sinn fast schon ein bisschen bestätigt. Aber es stimmt natürlich nicht, dass man im Tagesanzeiger sich bemüht hat, Frauen zu fördern. Von 8 Geschäftsleitungsmitgliedern sind wie viele Frauen? Ja, sehr wenig, nehme ich an. Aber Roger, null. Das ist nicht der Punkt. Null. Das Resultat. Null. Und wie viel? Nein, Entschuldigung, Moment. Das Resultat ist nicht der Punkt. Das Resultat ist genau, ich meine, das war ja bei mir auch so gewesen. Ich habe mich immer bemüht, mehr Frauen zu haben in der Führung. Aber es ist wahnsinnig schwierig. Aber und es null. Ist ja bei dir sehr schwierig. Ja, aber null ist nicht einmal eine Quotenfrau reinbringen. Ja, im Verwaltungsrat haben sie eine. Es ja gerade. Wir wollen ja keine Quotenfrauen. Oder? Ja. Wir wollen gute Frauen, die einfach super sind und dass wir irgendwo ein Problem haben, dass wir die Frauen nicht können überzeugen können, dass sie auch Karriere machen wollen und solche Positionen sich zutrauen, das ist ein Problem, das nehme ich an, das stimmt. Aber gleichzeitig, Kopfendeckel, du weißt es auch, Esther Giersberger, wo wir auch beide befreundet sind, sie ist zu einem Zeitpunkt sehr, sehr früh Chefredaktorin geworden vom Tagesanzeiger. Entschuldigung, das war Frauenförderung und das hat sicher auch geholfen, dass sie junge Frau ist. Das ist aber dann eher an Ehren gelegen und nicht unbedingt am Tagesanzeiger. Gut, ich habe natürlich in meiner Sendung Doppelpunkt, wo sehr viel Echo hat, also unglaublich viel Echo bekommen. Herzlichen Dank. Immer noch weitere Mails. Normalerweise kommen wir noch Mails über, wenn etwas schlecht ist. Aber wenn etwas gut ist und Gratulation aus den verschiedensten Kreisen komme ich über, kann man übrigens über Podcast noch hören. Habe ich aber auch kritisiert, dass Frauen heute können Sachen schreiben, die sich Männer nicht mehr können getrauen können. Das Umgekehrte eigentlich passiert bei den Schreiben. Männer können Frauen nicht runterfräsen. Aber Frauen können Männer runterfräsen, ohne irgendwie etwas zu befürchten. Hast du das auch festgestellt? Ja, das ist ein bisschen tendenziell so und das ist eben nicht gut. Das geht jetzt wieder das Kapitel Sprachpolizei. Ich finde, Free Speech ist immer noch das Beste. Und ich finde, weißt, das ist auch noch etwas, ich meine, man muss auch nicht so paternalistisch tun. Die meisten Frauen können sich durchaus wehren und selber wehren und da müssen nicht mehr alte, weisse Männer ihnen nachher sagen, ja, wir tun euch schützen, wir tun euch schützen. Es ist eine ein bisschen komische Konstellation, ehrlich gesagt. Ich finde, ich meine, du und ich, wir alle erleben ab und zu Leute, die uns angreifen und blöd behandeln und so weiter. Dann ist es vielleicht nicht Sexismus, sondern irgendetwas anderes. Aber ja, die Welt ist ungerecht zum Teil. Es gibt dumme Siechen auf der Welt. Das ist so. Und du musst einfach sehr lernen. Du musst früher lernen, dich zu wehren. Du selber hast auch Töchter und Söhne, ich auch. Und wir haben auch beide gewusst, hey, am Schluss musst du dich können wehren und wenn du es nicht kannst, bist du ein armer Sieg. Und das ist jetzt einfach so. Und man soll den Leuten nicht, das finde ich immer schlimmer an dieser Botschaft, man soll den Leuten nicht sagen, die Gesellschaft nimmt das für euch ab. Das können wir nicht. Der Sexismus wird es immer auf eine Art geben.
Natürlich nicht mehr so schlimm wie vor 30 Jahren, aber auf jeden Fall müssen die Frauen oder die Männer sich selber wehren. Genau, und vor allem darf es nicht ins Gegenteil umgekehrt werden, dass eben Frauen sich alles können erlauben, reine Identitätspolitik. Oder wie hat es geheissen, es darf kein Mann, nicht einmal schwarzer Mann, darf das Gedicht von der Frau Gorman übersetzen und so weiter und so fort. Das wird langsam grotesk, die Identitätspolitik, die sich breit macht. Reden wir gerade eben zu dem Thema Meghan und Harry. Letzte Woche haben wir darüber geredet und der Hauptvorwurf war Sexismus und Rassismus vor allem in Bezug auf den Sohn von der Meghan und dem Harry. Und dann hat der Markus so in seiner üblichen Manier gesagt, ja, das kommt vielleicht möglicherweise von einem Diener und so, ist gar nicht so wichtig. In der Zwischenzeit weiss man, nein, man hätte es schon dort können wissen. Prinz Philipp ist wahrscheinlich. Dass einer von, das ist nicht die Königin, haben sie gesagt. Ja. Sie haben gesagt, es kommt aus der Familie. Ja. Also es gibt nur zwei, der William oder der Philipp. Aber der Markus Sohn hat es einfach so optisch. Nein, ich habe einfach gesagt, wir wissen nicht, wer es gesagt hat. Und nein, du hast Philipp, gesagt, vielleicht ein Diener. Aber habe ich dort nicht auch schon gesagt, der Philipp? Weil an Philipp habe ich auch gedacht. Gut, und also, den William kann man nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Gut, also, aber Tatsache ist ein grosses Thema. Und die Welt ist aufgespalten in Freunde von Meghan und Harry und vom Königshaus. Auf welcher Seite bist du? Immer auf Seite vom König. Das immer ist ja wohl klar. King, immer der King. Alle Rechte, auch in Amerika, alle Rechte sind für die Institution. Nein, das stimmt nicht. Nein, das ist eine schöne Legende, die du jetzt hier auftischst. Es ist statistisch bewiesen. Was Meghan Markle gemacht hat, das geht ins Gleiche rein wie beim Dagi. Wenn du solche harte Vorwürfe bringst, dann hätte sie es müssen sagen. Dann hätte sie müssen sagen, Prince William hat mir dann und dann gesagt, du, dein Kind, was die Haut von... Dann musst du es sagen, das geht nicht. Dass du ein ganzes Königshaus so diskreditierst und nachher noch überrascht bist, dass gewisse Leute das dann eben finden. Also ganz, jetzt muss ich mal etwas deutlich sagen, ich bin weiss Gott nicht für das Königreich. Nie. Ich finde, die englische König... Das englische Königtum... Ja, das ist jetzt so ironisch gewesen. Das ist ironisch. Das ist ironisch. Hör auf mit ironisch. Ja, du verstehst jetzt Ironie leider nicht. Nein, ich sage Regeln vom Journalismus. Also ich all meine Journalisten gesagt. Ja, ich bin jetzt Nebelspalter. Ja, gut. Darf jetzt gut. Okay, wenn wir schauen, ob da irgendetwas Witziges dann je kommt, wo ich mal nur meinen Mundwinkel wegziehe. Aber ich sage, in einer ernsthaften Diskussion, ich nehme immer noch an, das ist einigermaßen auf dieser Ebene, 80% der Zuhörer oder der Leser verstehen Ironie nicht. Und gut. Darum soll man es sein. Also, ich bin auf der Seite vom Königshaus, aber aus anderen Gründen als du. Gut. Du hast vorher gesagt, ich sage für die Institution, das stimmt nicht. Ich bin Republikaner, in jeder Beziehung, ich bin gegen Monarchie. Aber ich finde, Meghan Markle, was die gemacht hat, das geht so nicht. Du kannst nicht solche Vorwürfe platzieren der Weltöffentlichkeit und keinen Beleg bringen. Das ist einfach, das ist Schmierentheater. Und ich finde es zweitens auch super, du hast sicher auch mitbekommen, Piers Morgan, der gesagt hat, er glaube ja nicht, dass sie da Suizidgedanken gehabt hat. Er hat seinen Job jetzt verloren wegen dem. Aber ja. Ich finde das recht ehrlich. Was heisst, er hat verloren? Ja, er ist gegangen. Er ist selber aus dem Studio gestürzt. Ist okay. Ich finde das sehr mutig. Es geht einfach nicht, dass du irgendwo so Zeug sagst und man kann das nicht nachprüfen. Gut, also ich werde jetzt vielleicht auch noch meine Meinung dazu sagen. Ja, gut. Ich bin der Meinung, ich bin der Mitte. Ja, ich bin weder auf der einen noch auf der anderen Seite, weil ich sehe gewisse Probleme. Es war übrigens nicht Meghan, die ja das gehört hat, sondern es war der Harry. Einfach, damit wir noch bei den Fakten bleiben, da also mit dem Rassismus. Ich glaube, dass da eben auch ein Teil von Schauspielerei dabei ist und Profilierung dabei ist. Und darum bin ich eher in der Mitte. Aber es ist wirklich, Markus, das musst du einfach zur Kenntnis nehmen. In Amerika, so die liberalen Leute sind auf der Seite von Meghan und Harry. Und die Konservativen wie du und Erzkonservativen sind auf der Seite des Königshauses. Aber erstens, in England ist es ja gerade anders. Das ist ein bisschen komplizierter in England. Und in Amerika musst du einfach wissen, die Amerikaner haben keine Ahnung von England. Muss man jetzt einfach ehrlich mal sein. Auch die Monarchie haben sie keine Ahnung. Meghan ist eine von ihnen. Das ist eine Amerikanerin. Und wenn eine Amerikanerin sagt, die Engländer haben mich schlecht behandelt, dann sehen alle Amerikaner, alle die vielen Filme, die sie gesehen haben, wo ein britischer Snob, ein arroganter Offizier, irgendwelche amerikanische Bauern misshandelt. Hat. Das ist ein unglaublich altes Stereotyp für die Amerikaner. Zweitens, Hollywood ist bei den Konservativen in Amerika total unterdürren. Und Meghan Markle ist halt auch Hollywood. Gut, andererseits, Rassismus spielt in Amerika eine viel größere Rolle und sie hat jetzt mit Rassismus hat sie das Ganze argumentiert. Reden wir doch noch über den Joe Biden und das in 12 Sekunden. Einfach saubere Stammdaten haben. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen.
Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode, Ihre Wirtschaftsauskunftei. www.bisnode.ch. Also vor den Wahlen, wo du da noch die Hoffnung hast, dass dein Held Donald nochmal schafft auf irgendeine Art und Weise, hast du den Joe Biden als einen bezeichnet, der nicht einmal drei Sätze kann sagen, also als Tattergreis, Subtext, halbsenil etc. Und jetzt hat er innerhalb der ersten 50 Tage das grösste Finanzpaket seit dem Koreakrieg durchgebracht und wird die Kinderarmut halbieren. Und das Finanzpaket im Gegensatz zu dem von Donald Trump, wo du gelobt hast, hilft nicht den Reichsten, die 2 Billionen, sondern der Ärmsten. Und das ist jetzt ein Start, der fulminant ist und hat es angebracht. Und da muss ich also sagen, für einen Tattenkreis, reife Leistung, Markus. Ja gut, also der Wohlstand, der Wohlfahrtsstaat von Amerika ist eine von der ganz grossen Tragödien von diesem Land. In dem, dass du einfach sehr viel Geld ausgibst, wirst du Kinderarmut nicht halbieren. Wir können in 2 Jahren wieder darüber reden. Du hast das gesagt, ich merke mir das, ich muss es gerade aufschreiben und nachher nachschauen, wie sie 2 Jahre aussieht. Roger, das sind uralte Rezept aus der Mutterkiste, die halt leider nicht funktionieren. Die ganze Great Society von Johnson war ein Desaster für die Amerikaner. Einer der wichtigen Gründe übrigens, warum die Schwarzen jetzt so schlecht gestellt sind. Aber es geht nicht um das, was er jetzt Great Society macht. Nein, es geht es um Geld in Hosensack. Aber Geld in Hosensack, du bringt eben nichts. Es bringt nichts. Viel mehr bringt etwas, wenn du die Wirtschaft ankurbelst. Und die Wirtschaft ankurbeln ist etwas vom Besten, wenn du zum Beispiel die Unternehmenssteuern senken. Das bringt sehr viel. Was sie jetzt hier gemacht haben, ist reiner Populismus, linker Populismus. 1900 Milliarden Geld verbrennen sie jetzt einfach in der Hoffnung, dass das etwas bringt. Es wird nicht viel bringen. Ich möchte aber noch schnell wegen Biden, wo du gesagt hast, ja, fulminante Leistung. Entschuldigung, das hat der Kongress gemacht, das hat die Führung gemacht von der Demokratischen Partei, wo ein bisschen gesundheitlich ein bisschen besser zu Weg ist als der Joe Biden. Joe Biden hat vor einer Woche auch wieder so einen Aussetzer gehabt, hat nicht mehr gewusst, wie sein Verteidigungsminister heisst und hat auch nicht gewusst, wo der arbeitet, nämlich im Pentagon. Das hat der Joe Biden nicht mehr gewusst. Was meinst du, warum der Joe Biden jetzt nie Pressekonferenzen durchführt und man praktisch nie kann eine Frage stellen in einer Pressekonferenz mit Joe Biden. Wieso echt? Also erstens einmal ist das ein Wahlversprechen von ihm gewesen, das er gemacht hat, bevor er sein Kabinett hatte, bevor er die Mehrheit hatte im Kongress, wo er nur hatte, weil der Donald Trump am Schluss so total gefloppt hat in Georgia und dort den Demokraten ermöglicht hat, dass sie faktisch Mehrheit haben. Und das Zweite ist, natürlich verstehst du von Wirtschaft nichts. Wenn man den Leuten so viel Geld gibt und in die Hand gibt, dann kurbeln wir die Wirtschaft an. Das ist eine Ankurbelung von der Wirtschaft. Ja, natürlich, weil der Konsum nicht ankurbelt. Jetzt haben wir einen Negativzins, der uns auch nichts bringt. Das ist nicht so, Roger. Ja, wir haben einfach Gegenteil. Geld verteilen allen Leuten bringt leider nichts. Es würde die Entwicklungshilfe schon lange... Afrika wäre reicher als mehr, wenn das würde funktionieren. Du kannst das ist einfach nicht so, wieder Roger. Mal so ein Vergleich, was Nein, völlig es ist so, ist. Roger, was du bringst, ist Stand 1958. Da hat man das Gefühl gehabt, ja, du musst einfach Geld verteilen. Und dann kommt es schon. Das ist so ein Proto-Keynesianismus, den du da verteidigst, der einfach nicht funktioniert. Aber Markus, da muss ich dich etwas fragen. Warum sind sogar die Mehrheit der Republikaner, der Leute, nicht von den Parlamentariern, nicht die, die noch immer Angst haben vor dem Donald. Die Mehrheit sind der Meinung, das ist eine gute Sache. Und die grosse Mehrheit der Amerikaner, 75%, unterstützen das. Das ist ja bei uns auch so, weil sehr viele Leute die Corona-Pandemie und auch die Art, wie man sie bekämpft, kostet wahnsinnig viel Geld. Und da sind die Leute froh, dass man Geld spricht. Das verstehe ich ja. Gegen das habe ich nicht. Ich habe mich jetzt gestört, da wo du gesagt hast, Kinderarmut wird halbiert. Ja. Dass wir jetzt in der Corona-Krise bei uns und auch in Amerika Geld bereitgestellt hat, um die unsinnige Lockdown-Politik abzufedern, ist okay. Aber gemeine, mit dem können wir ein Thema wie Kinderarmut in Amerika lösen. Sorry, nein, es funktioniert aber ich nicht. Habe die Statistik gesehen, wo das Geld hingeht. Und jetzt geht eben ein Grossteil von dem Geld geht zu den Armen und den ganz Armen. Ja, aber das nützt nichts. Ja, das nützt nichts. Roger, das nützt nichts. Das ist der Punkt. Hast du lange gesehen von denen, die da fürs Essen angestanden sind? Roger, eine von den Millionen von Leuten. Eine von den wichtigsten Sozialreformen von Bill Clinton und eine der erfolgreichsten Sozialreformen, die er gemacht hat, war, die Sozialhilfe ganz massiv runterfahren. Und innerhalb von kürzester Zeit hat Amerika viel weniger Sozialhilfeempfänger gehabt und viel mehr Leute gehabt, die einen Arbeitsplatz hatten, die haben können arbeiten. Es ist nicht wahr, Roger, was du noch glaubst. Das ist nicht, das funktioniert aber nicht. Wir sind in der grössten Pandemie seit 100 Jahren. Das ist eine ganz spezielle Situation. Und der Joe Biden hat es immerhin geschafft, dass man jetzt 3 Millionen Impfungen hat pro Tag. Ab dem
1. Mai hat er gesagt, jeder in den USA kann sich anmelden für eine Impfung. Jeder, nicht nur die über 65. Das kann er alles Donald Trump verdanken. Nur wegen Donald Trump haben wir überhaupt einen Impfstoff weltweit, jetzt abgesehen von den Chinesen und den Russen. Im Westen hätten wir keinen Impfstoff ohne Donald Trump. Es war schäbig, dass Joe Biden nicht einmal das in seiner Ansprache konnte betonen und konnte sagen, ich danke meinem Vorgänger, dass er da gut vorbereitet hat, sonst könnten wir gar nicht impfen. Das ist eben Stil. Das ist genau der Stil, den sie immer beim Donald Trump teilweise zu Recht vermisst haben, wo der Joe Biden nicht besser ist. Also gut, dank Donald Trump hat Amerika 530'000 Tote, weil er das verneint hat, weil er gesagt hat, es gibt gar nichts, weil er nichts gemacht hat, weil er sich jetzt sogar selber impfen lassen, aber das nicht gesagt, tun jetzt über die Hälfte oder fast die Hälfte der Republikaner wollen sich nicht impfen lassen. Das Gift von dem Donald Trump ist immer noch der Kopf bei denen. Stimmt, aber was stimmt eben auch wieder nicht. Schau mal Florida an und vergleich Florida mit New York. Wer ist besser gewesen? Der DeSantis oder dein lieber Cuomo, der nicht mehr lange im Amt ist? Das ist eben nicht wahr, was du sagst. Der Donald Trump hätte können machen, was er hätte wollen. Er hat total dumme Sprüche gemacht, völlig klar, katastrophal kommuniziert, aber dass er verantwortlich ist, dass jetzt so viel Tote gibt. Nein. Gehen wir schauen, welche Staaten in Amerika am meisten Tote haben, alles demokratisch regiert. Nein, es sind vor allem die Staaten, wo es zuerst gekommen ist, wo man es noch nicht gewusst hat, nämlich Kalifornien und New York, wo man noch nicht genau gewusst hat, was passiert ist. Dort ist es passiert. Du musst, und der Vergleich mit Florida, dort ist viel später passiert, nein, erst Kalifornien, im Sommer. Kalifornien ist übrigens auch nicht stark. Kalifornien ist praktisch gleich gut wie Florida. Am schlimmsten ist New Jersey, Massachusetts, New York, alles die demokratischen Staaten. Kalifornien nicht, wo viel näher ist. Letzte Woche hast du das Gegenteil behauptet. Nein, es ist so. Hast du gesagt, Kalifornien ist ja gleich schlimm wie Florida, obwohl es kein Lockdown gab. Ja, genau, das ist der Punkt, aber ist auf dem tiefen Niveau. Nein, ist überhaupt nicht auf dem tiefen Niveau. New York ist viel verreckter als Kalifornien. New York hat 30'000 Tote und das ist vor allem passiert, weil die Leute sind eingeflogen, sowohl von Europa wie von Asien, sind eingeflogen nach New York oder nach Los Angeles, LAX. Und darum ist das passiert. Und dort am Anfang eine riesen Welle und die haben sie runtergebracht. Und ich habe jetzt Bilder gesehen, am Wochenende von Miami Beach. Hast du das gesehen, die Bilder? Ja, das finde ich super. Weil die Leute draußen sind und so. Das ist der beste Gouverneur, den wir jetzt haben. Gut, das ist also, der beste. Also in 6 Wochen reden wir, wie die Situation ist in Florida. Genau. Das war unsere heutige Sendung, erfreulich wie immer. Jetzt gehen wir auf Florida. Genau, unser Maulkorb Markus. Der Panik-Roger. Wird die Woche für Erheiterung sorgen? Ich weiss nicht, ob das schaffen wir. Nein, du hast jetzt gerade vorhin gesagt, du wirst nie lachen. Nicht einmal einen Mundwinkel. Ja, aber ich habe das Gefühl, du bist jetzt für mich kein Scherzkrieg. Ja, das tue ich mir auch nicht zutrauen. Nein, das ist recht. Also, wenn wir mal schauen, was sich da noch tut in dieser Woche, werden wir vielleicht nächste Woche darüber berichten. Das war jetzt unsere Sendung von dieser Woche. Kommt wieder in einer Woche. Jetzt einen schönen Abend und viel Vergnügen hier bei Radio 1. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.